Hi Leute, ja, ich bin's mal wieder, der Assad. Die letzten Tage habt ihr ja gesehen, dass ich ziemlich viel Content hochgeladen habe, der nicht extrem viel mit Wirtschaft an sich zu tun hat. Ist aber im Prinzip ja auch egal, weil es ist mein Kanal. Ich kann ja entscheiden, was ich hochladen möchte und was nicht. Und ich hatte einfach auch mal Lust gehabt, eine andere Seite von mir zu zeigen. Eben halt auch die sportlerische oder die sportliche Seite. Ja, damit ihr auch Bescheid wisst, dass ich halt eben nicht nur einfach der Typ bin, der immer nur am Schreibtisch oder hier vorm PC sitzt. Jetzt will ich aber auch so ein bisschen erklären, warum die letzte Zeit im Prinzip nichts Neues gekommen ist. Also, wir alle haben natürlich ein Privatleben, Leute, und wir alle müssen schauen, dass wir in unserem Leben irgendwie weiterkommen. Und es hat sich einfach, was die Arbeitssuche etc. angeht, nichts wirklich getan, ja? Ihr wisst ja, dass ich ursprünglich mal nach München wollte und dass ich dann dort arbeiten wollte und so weiter und so fort, habe ich ja auch schon während meines Kanada-Aufenthalts erzählt gehabt. Und das war ja auch wirklich ein fester Plan, ne? Nur wenn man dann nach einer gewissen Zeit, und jetzt sind es schon wieder fast 2 Jahre, dass ich wieder hier in Deutschland bin, einfach merkt, okay, daraus wird halt nichts und die Sachen wurden immer abstruser, was die Bewerbung anging, habe ich mir gedacht, da musst du dir halt einen zweiten Plan letztlich aufstellen, ja. Und ich habe lange drüber nachgedacht, worauf hast du Lust, worauf hast du keine Lust, was kannst du gut, was willst du, was kannst du weniger gut. Und man wird ja auch nicht jünger. Und eine Ausbildungsstelle zu finden, ist erstens nach einem Studium so eine Sache, wo man auch mental, sag ich mal, Probleme mit haben kann, weil du hast ja so viel jetzt in das Studium hineingesteckt. Jetzt nochmal eine Ausbildung, vor allen Dingen welche Ausbildung mit einem BWL-Studium. Die zweite Sache ist mein Alter. Wie gesagt, man wird nicht jünger und ich werde jetzt 30 in diesem Monat. Das heißt, da noch eine Ausbildungsstelle zu finden, ist dann nochmal ist ja nochmal dann auch eine andere Sache. Und ich hatte da meine Selbstständigkeit geplant und da habe ich versucht, irgendwelche finanziellen Mittel zu bekommen, von staatlicher Seite aus oder zumindest, sag ich mal, vorgestrecktes Geld etc. Habe dann natürlich auch mit bestimmten Beratern gesprochen. Ich habe ja von diesem Existenzgründungsberater da beispielsweise einfach mal erzählt. Das war ja auch so ein Vogel. Und ja, im Prinzip kann man sagen, du brauchst halt erstmal Arbeit, erstmal Kapital, damit du was zur Seite legen kannst, damit du sagen kannst, okay, ich habe selber halt auch ein bisschen was, ne? Ja, gut, dann habe ich gemerkt, das Ganze funktioniert mit der Selbstständigkeit auch nicht und ich bin in so ein tiefes Loch gefallen, ja. Und ich wusste erstmal überhaupt nicht, was soll ich jetzt noch machen, ja? Und ich war schon immer am Sport interessiert, vor allen Dingen auch immer am Kampfsport und seit geraumer Zeit, also eigentlich auch schon seit ein paar Jahren am Boxen. Und ich habe einfach nur geboxt. Geboxt, 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 mir die Seele aus dem Leib geboxt, mache ich auch heute. Ich habe heute dreimal trainiert. Einfach um, wie soll ich sagen, die Zeit zu überbrücken, bis was geht, ne? Aber du hast dich zwar beworben und hast gesehen, okay, es klappt wieder nicht. Leute, die dir was versprochen haben, von wegen, ich kümmere mich darum, dass du irgendwo anfängst, bei der Caritas, bei der AWO oder was auch immer. Selbst die haben sich nicht gemeldet, obwohl es die Freunde von meinem Vater sind. Und ich habe ein paar Mal bei denen angerufen, bin zu denen persönlich hingefahren ins Büro und auch nach Hause und so weiter und so fort. Und alles nur bla 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 von wegen, ja, ich helfe dir, ich helfe dir. Im besoffenen Kopf sagen sie es dann, aber im Prinzip ist keiner an dir interessiert, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, im Prinzip hast du dein ganzes Leben lang immer alles allein machen müssen, ja. Du musstest dein Abi alleine machen, du musstest dein Studium alleine machen, du bist zur Bundeswehr gegangen. Da hat dir auch keiner geholfen, ja. Jetzt hätte ich nur nicht gedacht, dass ich nach dem Studium, was ich absolviert habe, und was ja doch kein einfaches Studium ist, ich denke, ihr merkt das ja, wenn ihr die Wirtschaftsvideos euch anhört, ja.
ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt nichts finde. Ja, und dass immer der Punkt ist, oh, guck dir mal den Namen an und guck dir mal das Aussehen an. Ich hatte mich sogar zuletzt bei der katholischen Kirche beworben gehabt, hatte vorher extra angefragt, na, kann ich mich da bewerben? Ja, du musst aber katholisch sein. Ich dachte so, ich bin katholisch, ich habe halt nur eben südländisches Aussehen und bla bla bla, ist kein Problem, überhaupt kein Ding, bewirb dich. Ich habe mich da beim Erzbistum in München beworben, also so viel zum Thema, ich wollte da ja unbedingt hin. Und dann hat es gedauert und gedauert und gedauert und ich wurde noch nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen und habe dann nur den Brief bekommen, okay, der Bewerbungsprozess ist abgeschlossen, wir haben einen anderen bekommen. Und dann saß ich da und ich habe mir gedacht, okay, was soll's jetzt machen? Ja, was soll's jetzt machen? Ich habe weiter geboxt, ja, wie immer. Und lange Rede, kurzer Sinn, nachdem also die Mauer fast mich erdrückt hätte, ja, und ich gedacht habe, okay, war es jetzt das? War das jetzt dein Leben? Geht es jetzt nicht mehr weiter? Ja, und du bist in dieser Depression drin. Ja, was kannst du da noch großartig machen? Und ich habe mich irgendwie zurückbesonnen auf das, was ich gut kann, wie gesagt, und was ich gerne möchte. Und wie gesagt, wenn du diesen Hass permanent mitbekommst, dir gegenüber, weißt du, dass du dich für Leute interessierst, du engagierst dich für Leute, du willst den Kontakt halten, du schreibst den Leuten, du telefonierst mit den Leuten und das geht den Leuten auf den Zeiger, weil du dich um die sorgst, weil du dich um die kümmerst, etc., weil du den Kontakt halten willst oder den sogar intensivieren möchtest und das ist zu viel für die Leute. Ja, dann merkst du, okay, du bist alleine, scheiße, ich bin alleine. Und wenn ich jetzt nicht meinen Flüchtlingsfreund, den Ali hätte, ja, der im Übrigen auch alleine ist und der auch mega darunter leidet, ja, dann wäre im Prinzip so gesehen gar keiner für mich da, außer meine Eltern. Ja, so. Und ich bin auf so vielen sozialen Netzwerken unterwegs, habe jetzt zum Beispiel auch wieder eine Gruppe gegründet, für Boxfreunde beispielsweise. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf Facebook, wenn ihr daran interessiert seid. Und ich versuche, mit Leuten in Kontakt zu treten. Ich bin ja auch in die Partei der FDP gegangen, um Leute kennenzulernen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, diese Partei hat meine Depression, ja, verschlimmert. Und eine Depression ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit, Leute. Ja, wenn nicht die Gründe für die Depression schnell behoben werden. Ja, es ist zwar eine psychische, eine mentale Sache. Aber es wirkt sich total auf deinen Körper aus. Ja, Schläfrigkeit, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Keine Konzentration, hast du nicht gesehen, Aggressivität und so weiter und so fort. Und die Depression wurde dann so schlimm durch die Partei, ja, dass ich sogar tatsächlich erstmal ja, ärztliche Hilfe kurz in Anspruch nehmen musste. Ja, darüber reden musste und jetzt mir im Prinzip klar ist, dass dir keiner auf Dauer damit helfen kann. Ja, sondern wenn ihr eine Depression habt, Leute, dann könnt ihr kurz dafür Medikamente einnehmen. Aber am Ende des Tages ist das immer nur ein Bekämpfen der Symptome. Und die eigentlichen Gründe für die Depression, ja, die werden dadurch gar nicht. Ja, die werden dadurch ja letztlich nicht irgendwie verändert oder behoben, weil du nimmst halt nur Medikamente, damit du es besser ertragen kannst. Und wie gesagt, ich bin in dieses Loch gefallen und habe mit dem Boxen halt mich am Leben gehalten, wenn du so willst. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich dort als Vergewaltiger bezeichnet worden bin, aufgrund meines Aussehens und als Terrorist, und mich keiner beschützt hat von meinen Parteikameraden. Da habe ich gedacht, ich bin bei der AfD, aber nicht bei der FDP. Und ein freies demokratisches oder ein freiheitlich demokratisches liberales Menschen- und Weltbild sieht meiner Meinung nach anders aus. Ja, dass sich Leute darüber aufregen, dass Menschen ausländischer Abstammung einen Mercedes fahren, obwohl derjenige, der das gesagt hat, selber eine ausländische Frau hat. Ja. Also all diese ganzen Dinge, die haben dann zusätzlich zu allem, was ich in meinem Leben erfahren habe, eigentlich dazu geführt, dass irgendwann vorbei war. Ja? Und nach knapp 30 Jahren ich im Prinzip
dann Hilfe in Anspruch nehmen musste, was also für mich sehr unangenehm war und ich mir auch niemals hätte träumen lassen, weil ich schon ziemlich viel in meinem Leben durchgemacht habe. Ich bin durch ziemlich viel Scheiße gegangen und gehe auch weiterhin noch durch Scheiße. Und ich habe das alles überwunden. Aber so eine Depression, Leute, ist manchmal einfach eine Stufe zu hoch für dich. Und für alle Menschen, die darunter auch leiden, ja, lade ich auch dieses Video hoch, weil ich denen einfach vermitteln möchte, du musst dir selbst aus der Sache heraushelfen, ja. Es gibt wenige Menschen, die überhaupt Verständnis für dich haben. Ja, viele sagen, wie gesagt, das ist doch sowas wie so ein Burnout, aber es hat nichts mit einem Burnout zu tun. Wo soll auch mein Burnout herkommen? Ich arbeite ja nicht, weißt du? Es ist wirklich was ganz anderes und es ist schlimm, weil viele nicht die Gründe dahinter verstehen und viele nicht verstehen, wie du dich gerade fühlst. Es ist eine Sache des Fühlens als eine Sache, also vielmehr eine Sache des Fühlens als eine Sache des Denkens. Und worauf ich eigentlich wollte, ja, natürlich muss ich immer noch damit kämpfen, weil vieles, was ich mir so vorgestellt habe, einfach nicht geklappt hat. Aber ich habe euch ja auch hoffentlich auf diesem Kanal mitgeteilt, unterbewusst zumindest, dass man als jemand, der die Wirtschaft versteht, ja, und die Welt im Großen und Ganzen ein bisschen im Blick haben sollte, auch möglichst flexibel sein sollte, ja, weil eben leider nichts sicher ist. Und so habe ich mir das dann auch, wenn du so willst, schön geredet, ja, trotz dieser ganzen Absagen aufgrund von Rassismus und Vorurteilen, die, ja, die einfach vorhanden sind, womit ich immer noch nicht klarkomme und was richtig, richtig schwer für mich ist, ja. Und dann auch das Problem eben halt, wie im zwischenmenschlichen Miteinander umgegangen wird, beispielsweise das Thema Männer, Frauen, ja, dass da auch häufig Missverständnisse entstehen und all diese ganzen Dinge, die mir alle nicht gefallen, Leute. Ja, deswegen gestern auch das Video mit der Single-Gruppe. Also, ich bin wirklich momentan in der allerschwersten Situation meines Lebens, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, die Scheiße hätte ich schon längst hinter mir. Ja. Aber auch hier zeige ich wieder meine Mentalität und meinen Kämpfergeist. Hier zeige ich wieder, wie gut ich bin. Ja. Hier zeige ich wieder, okay, ich gebe trotzdem nicht auf. Ja. Ich bin trotzdem der Beste. Ja, weil obwohl alle Leute mir Steine in den Weg legen, ja, und mich kaputt drücken wollen, finde ich trotzdem noch einen Weg. Und somit habe ich beschlossen, ein Zweitstudium anzufangen, und zwar im Bereich der Japanologie und Orientalistik. Das ist ein Zweifach-Bachelor. Ich wollte ursprünglich nur eine Sprache studieren, ging aber nicht. Und dann habe ich halt Arabisch und Japanisch gewählt, um diese beiden Sprachen zu mastern, weil ich an beiden extrem stark interessiert bin. Und deswegen auch die Japan-Videos, weil ich persönlich wirklich mal auch ja, darüber nachdenke, vielleicht dort hinaus auszuwandern, wenn es mir gefallen sollte. Ja, und vielleicht ist es auch mit der Partnersuche besser, weil ich sag dir ganz ehrlich, Alter, ich brauche nicht in einem Land zu leben, wo du keinen Partner findest. Scheiß auf Deutschland, Mann. Ja, dieses Land ist ein Stück Scheiße. Ich habe 30 Jahre lang hier gelebt. Ich habe alles getan, was die Gesellschaft von mir verlangt hat. Ich sehe es erst immer, du musst ein Abi machen, du musst zum Bund gehen, du musst studieren. Dann habe ich das alles getan und trotzdem bin ich keinen Schritt weitergekommen. Trotzdem bin ich immer noch in meinem eigenen Haus beziehungsweise im Haus meiner Eltern. Und wenn ich das nicht hätte, ja, was wäre dann? Ne? Ja, Leute, und so sieht's aus. Ja? Du musst dir selbst aus der Sache heraushelfen. Und an alle, die denken, es gibt keinen Ausweg und du willst dich aufhängen am nächsten Baum oder irgendwie so. Denk drüber nach. Diese Idee mit dem Japanologiestudium ist über Nacht gekommen, als ich mich ins Bett gelegt habe. Ja? So, ich habe dann gedacht, Gott, was willst du von mir? Ist das wirklich das, was du von mir willst? Ist das alles, ja, was du von mir wolltest? Nur, dass ich hier die Scheiße gemacht habe, studiert habe und diese ganzen Diplome und Zertifikate habe, aber ich davon keinen Nutzen habe, ich nicht weiterkomme, weder beruflich noch privat. Ja? Wenn ich wenigstens privat weiterkommen würde, dass ich jetzt meine Partnerin hätte, ja, und ich könnte heiraten, könnte 6 Kinder machen, ja. Ja, ne? Aber ich fange jetzt im April im Sommersemester an und das gibt mir auf jeden Fall neuen Mut. Und bis dahin boxe ich einfach weiter, damit ich schön in Form bin. Und die japanischen Frauen, die haben ja wahrscheinlich auch nicht so starke Probleme damit, dass man nicht der Allergrößte ist. Sind ja selber sehr klein und zärtlich.
und zierlich. Ja. Und ja, einfach mal sehen, ne? So sieht's halt aus. Also ich bin jetzt schon wieder besser drauf auf jeden Fall, aber mich hat's runtergezogen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in so ein Loch mal fallen würde und dass ich wirklich mal diese Depression so bekommen würde. Also Leute, denkt daran, wenn ihr selber in so einer Situation seid, ihr könnt nicht mit vielen Leuten darüber reden. Einfach deswegen, weil die meisten kein Verständnis dafür haben. Ja, aber wichtig ist, dass ihr nach einer gewissen Phase versucht, euch da selber rauszuziehen. Nehmt irgendwas, was euch geil macht, was euch Lebensenergie gibt. Ja, wenn ihr gut im Malen seid, gut im Dichten seid, konzentriert euch darauf. Ja, wenn ihr eure Arbeit liebt, sofern ihr Arbeit habt, dann macht eure Arbeit. Wenn ihr sportlich seid und ihr liebt Boxen, dann boxt so wie ich. Ja, ich habe mir jetzt eine Boxbirne geholt beispielsweise. Den Boxsack habe ich von 30 Kilo auf 60 Kilo erhöht, damit meine Punches noch härter werden, damit ich richtige Knochenbrecher da trainieren kann. Ja, und ich arbeite an mir. Ja, guck, ich habe seitdem ich angefangen habe mit dem Boxen wieder 15 Kilo abgenommen. Ne? So, das ist jetzt vielleicht ein Jährchen her oder so, wo ich angefangen habe, oder 8 oder 9 Monate. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin stärker geworden, ich sehe geiler aus. Ja, so, ich habe das alles alleine erzielt. Darum sage ich, ich bin der Beste. Ja, denkst du, ich mache mir die Arbeit, ja, und gehe durch die größte Scheiße auf dem Planeten, nur um dann zu sagen, andere sind besser als ich? Andere, die alles in den Arsch gesteckt bekommen, die nie diese Probleme hatten? Denkst du, dann sag ich, die anderen sind besser als ich? Auch wenn die mehr haben, auch wenn die jetzt weiter oben stehen. Denkst du, dann sag ich, die sind besser als ich, diese verwöhnten Blagen? Ja? Wenn du in deinem Leben nur Glück erfährst, ja, und der Teufel scheißt immer auf den gleichen großen Haufen, ja, dann werde ich mit Sicherheit nicht noch sagen, bravo, bravo, habt ihr toll gemacht. Ja? Ich bin der Beste, weil ich all diese Schwierigkeiten selber überkommen habe. Auch meine Depression, was das Allerschlimmste gewesen ist. Ich bin immer noch nicht ganz happy, aber weißt du was, ich komme jetzt klar und ich merke, dass mir dieses Video gerade gut getan hat. Ja, weil ich auch gemerkt habe, ich habe was zurückgegeben. Ich habe hoffentlich anderen Menschen, die auch darunter leiden, ja, oder darunter gelitten haben, hiermit, wie soll ich sagen, so ein Zeichen gesendet, ihr seid nicht allein und es gibt Auswege. Du musst dich nicht aufhängen oder irgend so ein Scheiß. Konzentriere dich auf was anderes. Wen interessiert Karriere? Gut, du kannst keine Karriere machen, dann kannst du was anderes machen. Dann wirst du vielleicht ein guter Vater oder du wirst eine gute Hausfrau oder was auch immer. Oder du kümmerst dich um deine Familie, du kümmerst dich im sozialen Bereich um was. Nicht jeder muss Karriere machen. Ja? Geld ist nicht das Wichtigste. Das ist nur für diejenigen wichtig, die immer nur Geld in den Arsch gesteckt bekommen. Ja? Für alle anderen, ja, ist das eine Sache, die man braucht im Leben, aber die nicht die allerwichtigste ist. Jedenfalls nicht für mich. Ja? Für mich sind Frauen wichtig, Kinder wichtig. Das ist für mich wichtig. Am liebsten hätte ich 5 Frauen. 5 Frauen und von 5 Frauen 6 Kinder, Minimum. Ja? Um mich zu vervielfältigen. Warum? Weil ich sage, ich bin der Beste. Und ich will haben, dass nach meinem Tod so viel wie möglich von mir hier auf dieser Erde bleibt. Ja, das ist mein persönlicher Wunsch. Ja, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Bis dahin, Freunde.